Hallo zu einem neuen Video von E-Meise. Ja, ich schaue hier runter auf unseren Ton, ob das auch funktioniert. Marisa und ich sind im Model 3 unterwegs. Wir brauchen ein bisschen Strom und sind auf der Autobahn, weil Hunde miserablem Wetter, muss man sagen. Ja, wir wollen nach Herbolzheim an den Supercharger von Tesla, beziehungsweise auch mal ganz kurz dort Fastnet ausprobieren. Das heißt, wir wollen für euch schauen, wie schnell lädt das Model 3 mit Standard, mit Long Range Variante am Fastnet Supercharger oder High Performance Charger heißt das, glaube ich, an einer 50 Kilowatt Säule. Das kann ich euch vielleicht kurz erzählen und auch ganz kurz einblenden. Habe ich das kürzlich beim Supermarkt schon ausprobiert. Da schafft mein Model 3 tatsächlich gerade mal 40 Kilowatt zu laden. Das aber sehr konstant, das ist ja schon mal schön. Also das ist das, was man jetzt schon ein paar Mal bei anderen YouTubern gesehen hat. Da scheint das Model 3 irgendwie noch ein bisschen Problem zu haben. Wir probieren heute Fastnet aus und schauen, wie schnell das Model 3 dort lädt und dann auch noch, wie schnell das Model 3 heute am Supercharger lädt. Ich habe auf dem Heimweg von Stuttgart habe ich am Supercharger in Bruchsal 120 kW gesehen. Und als wir am Wochenende noch mal ganz kurz an einem Supercharger waren, da haben wir, glaube ich, 90, 95 sowas gesehen. Also das ist, warum dort nicht mehr gegangen ist, das weiß ich nicht. Wir sind auf der Autobahn A5 Richtung Süden unterwegs. Ich fahre hier tatsächlich mit dem Autopiloten. Navigate on Autopilot, beziehungsweise hier mit Autopilot navigieren. Vielleicht ist das schon mal der erste Punkt nach nun 5 Tagen Model 3. Nach nun 5 Tagen Model 3, was kann ich euch da sagen? Was sind die allerersten Eindrücke, die ersten Gedanken? Was fällt mir als allererstes auf? Also fangen wir mit dem Autopilot an. Richtig gut funktioniert für mich der Abstandsregelungstempomat. Den finde ich genauso komfortabel wie beim Golf. Also da habe ich wirklich überhaupt kein Problem damit. Jetzt ist der Autopilot wieder raus. Das sage ich gleich, was ich da für ein Problem habe. Der Abstandsregelungstempomat, der funktioniert wirklich super. Das ist gar kein Problem, lässt sich genauso gut einstellen, genauso gut regeln. Also das finde ich ein prima Feature. An den Autopiloten, das muss ich ganz ehrlich zugeben, da muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Da bin ich noch nicht so hundertprozentig sicher mit dem. Es unterscheidet sich wirklich grundlegend, also nicht grundlegend, aber schon sehr stark das System vom System im E-Golf, von dem dortigen Lenkassistenten. Der war ja die ganze Zeit immer an und auch immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal, unterschwellig an. Das heißt, der hat irgendwie immer so ein bisschen die Spur gehalten und einen unterstützt. Das war aber so eine leichte Unterstützung im Untergrund. Man konnte natürlich auch die Hände vom Lenkrad nehmen, dann hat das ganz gut funktioniert. Der Autopilot im Tesla, wenn ich den einschalte, dann ist er wirklich ziemlich empfindlich auf Lenkbewegungen. Das heißt, sobald ich ein bisschen kräftiger ins Lenkrad selber eingreife, schaltet sich der Autopilot, ihr habt es vielleicht gerade gehört, mit diesem berühmten Geräusch von selbst ab. Und das macht mir jetzt tatsächlich hier auch bei dem Navigate und Autopilot Feature ein bisschen Schwierigkeiten. Der automatisierte Spurwechsel, den bekomme ich einfach noch nicht verlässlich hin. Er sagt dann immer, ich soll leicht am Lenkrad drehen. Nee, am Blinker. Ja, jetzt sagt er, ich soll blinken, weil ich die Spur wechseln soll, weil ich zu langsam fahre hinter dem LKW her. Aber wenn ich dann den Spurwechsel einleite, dann soll ich leicht das Lenkrad bewegen. Aber das führt dann bei mir immer dazu, dass ich den Autopilot quasi ausschalte, weil meine Lenkbewegung offensichtlich zu stark wiederum ist. Also das habe ich noch nicht ganz raus, das weiß ich auch noch nicht, wie das genau funktioniert. Eine zweite Sache, die mich immer noch ein bisschen irritiert am Autopiloten ist, dass wenn ich den einschalte, dann zieht das System wirklich
ziemlich massiv in die Richtung, in die es auf der Spur fahren will. Und der Tesla fährt tatsächlich doch relativ mittig, also an der Mittellinie entlang. Gerade eben, als wir uns so ein bisschen verdutzt angeschaut haben, da habe ich das System eingeschaltet und wir waren relativ weit rechts in der Spur. Und dann zieht der Autopilot wirklich so ein bisschen nach links und mittet sich quasi ziemlich genau ein. Für meinen Geschmack ist das ein bisschen zu nah an der Mittellinie, aber daran habe ich schon gemerkt, gewöhnt man sich relativ gut. Ja, also zum Autopiloten nochmal kurz. Also insgesamt ist das System wirklich erfreulich gut. Also das habe ich jetzt gerade auch wieder gemerkt in einer Situation, in der mich jetzt wirklich hier, ich war auf der linken Spur bei einer zweispurigen Autobahn und von der rechten Spur hat mich wirklich einer doch relativ frech geschnitten, sage ich jetzt mal. Und da hat das System jetzt wirklich sehr gut reagiert und sehr sanft eingebremst vor allem. Also das fand ich jetzt wirklich erstaunlich. Und jetzt nimmt er eigentlich auch ganz gut die Einfahrt in eine Baustelle. Baustellen sind tatsächlich für meinen Geschmack ein bisschen problematisch, weil die Zeichnungen auf der Straße oft so verwirrend sind, dass man die selbst als menschlicher Fahrer nur schwer verstehen kann. Wir haben jetzt hier momentan auf der Autobahn in der Baustelle drin so viele Linien auf der Straße, dass ich mir unmöglich vorstellen kann, dass ein Autopilotsystem das noch verstehen kann, welche Linie jetzt gilt. Also da habe ich auch schon bemerkt, auf der Heimfahrt von Stuttgart, dass der Autopilot da manchmal so ein bisschen in die Bredouille kommt. Ja, was ist sonst neu für uns am Model 3 oder anders und gut oder schlecht? Fragezeichen. Wir haben Sitzheizung an. Wir zwei beide, die immer gesagt haben, wer braucht schon Sitzheizung, fahren bereits nach einer Woche mit Sitzheizung. Ja, heute. Hat nur 5 Grad. Ja, genau. 5 Grad Außentemperatur. Also es ist schon ein bisschen frisch. Aber das ist jetzt tatsächlich angenehm, das muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, heute Morgen, als ich ins Auto gesessen bin, es hat heute Nacht nur irgendwie 3 Grad gehabt, da waren diese Ledersitze schon echt kühl. Also da war die Sitzheizung doch wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. Thema Innenraum. Ich habe in einem Video, quasi Abschiedsvideo vom E-Golf gesagt, was werde ich am E-Golf vermissen. Ich habe gesagt, dieser total schöne Innenraum, dieses Wohnzimmer-Feeling im E-Golf. Also ich muss sagen, ich fühle mich hier drin richtig gut, richtig wohl. Ich finde es richtig schön. Also das Design jetzt, ja. Okay. Ja, also davon hatten wir es ja schon im Video, als wir in Basel waren. Ja, ich persönlich finde auch das Innenraumdesign sehr schön, sehr gelungen, mit dem Holz und so. Also das trifft einfach jetzt meinen Geschmack, offensichtlich auch Marisas Geschmack. Aber da kann ich durchaus verstehen, wenn jemand sagt, ihm ist das jetzt zu minimalistisch oder wie auch immer. Aber so einfach vom Gefühl, also dieses Raumgefühl in diesem Auto finde ich richtig toll. Auch wenn ich jetzt in den Fußraum bei Marisa schaue, die kann sich da richtig ausstrecken. Die hat richtig... Mit ihren wahnsinnslangen Beinen. Genau, mit ihren... Claudia Schiffer, mit 3,30 Meter. Mindestens, genau. Ja, ja, genau. Also, aber es ist wirklich Platz in diesem Auto, als Raumgefühl am Kopf. Also da habe ich ja jetzt auch wirklich noch Platz. Natürlich macht dieses Panoramadach schon auch ein bisschen was aus, wobei ich finde, auf den vorderen Sitzen hat man davon gar nicht so viel. Also man sieht halt nur das Glasdach hier, aber jetzt so richtig panoramamäßig ist es nicht. Aber ich persönlich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich empfinde das jetzt hier nicht als unangenehm oder nicht unangenehm sowieso nicht, aber als weniger komfortabel oder schön, wie es im E-Golf gewesen ist. Also mir gefällt das hier richtig gut. Ich habe noch immer keine richtige Sitzposition. Okay, also beim Fahren jetzt oder? Beides. Beides, ja. Also jetzt auch? Jetzt so. Okay. Ganz interessant, das hat man sich ja schon in Basel gesagt. Ich
also ich finde, eines der tollsten Features, das ich jetzt hier in diesem Auto habe und sehr genieße, ist dieses, es sind die automatisch verstellbaren, nicht automatisch, aber die elektrisch verstellbaren Sitze, auch mit dieser Memory-Funktion und dieser Easy-Entry-Funktion, finde ich persönlich total super. Also ich habe mir eine Position gewählt zum Aussteigen, total angenehm, und dann fährt das Ganze in die ideale Fahrposition zurück. Finde ich super. Marissa meint, noch nicht so richtig das gefunden zu haben, wie sie es gerne hätte. Also ich fühle mich da wohl, und ich muss auch sagen, ich habe auch den Eindruck, hier wirklich einen sehr guten Überblick zu haben. Also ich finde den Überblick beim Fahren tatsächlich, das muss ich jetzt sagen, besser als beim Golf. Also beim Golf hatte ich noch mehr den Eindruck, mehr Haube zu sehen. Also das finde ich gut, obwohl man hier doch ein bisschen mehr Platz hat bis zur Scheibe vor. Nächste Sache, Scheibe, Scheibenwischer. Sehr häufig kritisiert am Tesla sind die automatischen Scheibenwischer. Das wird deswegen kritisiert, weil Tesla das Ganze ein bisschen anders löst als andere. Das war der Totwinkelbanner nach zu dem LKW gerade eben. Ein bisschen anders löst als andere Firmen. Die haben die Sensoren quasi, sind hier diese Frontkameras in der Scheibe. Und darüber werden die Regentropfen detektiert und dann eben die Scheibenwischer eingeschaltet. Wir haben jetzt zwei extrem verregnete Tage gehabt, und ich muss sagen, das System hat sehr gut funktioniert. Auch jetzt hält es die Scheibe sehr, sehr gut frei. Also da kann ich überhaupt keinen Nachteil gegenüber dem E-Golf erkennen. Also das ist wirklich gut. Ja, und jetzt machen wir wieder den Autopilot rein. Vielleicht habt ihr es gesehen, wie das System so einen kleinen Schwenker nach links gemacht hat. Und manchmal macht er so wie so kleine Phantombremsungen. Ich habe jetzt schon festgestellt, dass es daran liegt, wenn LKWs auf der rechten Spur sehr stark schwanken und so ein bisschen Richtung Mittellinie drängen, dann macht der Tesla so eine leichte Phantombremsung. Also er steht nicht voll in die Eisen, aber so eine leichte Bremsung macht er. Jetzt hat der automatische Spurwechsel funktioniert und er schaltet auch automatisch den Blinker wieder aus. Ja, finde ich noch ein bisschen tricky, das Ganze. Wir laufen jetzt gerade mit hoher Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden LKW auf. Ich kann die Spur jetzt auf die Schnelle nicht wechseln, weil hier ziemlich viel Verkehr auf der anderen Fahrbahn ist. Und die Abbremsung, wenn man auf einen LKW auffährt, die ist auch sehr angenehm. Also das hat der Golf mit deutlich mehr Bremswirkung realisiert. Also hier scheint das System ein bisschen vorausschauender zu fahren. Wir sind jetzt in Herbertsheim angekommen, jetzt im Moment noch an Fastnet. 350 kW steht hier neben mir. Das werde ich euch jetzt gleich mal, oder wir schauen jetzt gleich mal, wie schnell diese Säule den Tesla auflädt. Wir haben wirklich extrem das Auto runtergefahren. Wir haben noch 30 Kilometer Restreichweite. Was dann entspricht, wie viel Prozent, ihr merkt, ich bin da noch überhaupt nicht so gut. Also 30 Kilometer Rest bedeutet 6% noch im Akku. Das Ladelimit habe ich etwa bei 90% stehen. Ja, dann kann es jetzt rausgehen in die Kälte, um das Auto anzuschließen. Mal gucken, wie das funktioniert. Verbinde Stecker mit Fahrzeug. Dann müssen wir hier erstmal aufmachen. Das ist ja wie mal super. Dieser Ladeblock hier, der erkennt keinerlei Ladekarten. Ich habe es jetzt mit MeinGau und U-Motion und alle möglichen probiert. Ich werde es jetzt nochmal mit einem Chip probieren. Vielleicht will der auch einfach die Ladekarte nicht.
erkennen und ich muss es mit so einem komischen Chip machen. Oh. Es ist doch wirklich unglaublich. Wir sind jetzt einfach um die Ecke drumherum gefahren. Da steht eine zweite 350 kW Säule. Die hat, im Prinzip sieht die genauso aus, hat aber schon ein anderes Bild im Display. Ich habe es angeschlossen und ja, hat super funktioniert. Auch der RFID-Kartenleser hat problemlos funktioniert. Und jetzt wollen wir mal schauen, was wir an Strom bekommen. Und das ist natürlich jetzt im Moment noch nicht so viel, 63, 64 kW. Aber das könnte natürlich daran liegen, dass wir nur bei 6% Akku sind. Ihr seht, wir steigen mit den Kilowatt tatsächlich entsprechend der Prozente. Jetzt sind wir schon bei 78 kW, bei 8%. 79, das heißt, es wird sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen hochschaukeln, sobald wir über die 10% kommen. Ja, ihr seht, wir sind jetzt bei 10% und jetzt gehen die tatsächlich die kW hoch. Jetzt 110 kW. Also das könnte sein, wir schaffen die 120. Tatsächlich, wir haben die 120 erreicht. Jetzt wollen wir abhängen und ein System verwenden, das funktioniert. Den Super. So, ihr seht, wir bekommen hier am Supercharger 110, 111 kW. Wir sind wieder unterwegs zurück. Wir haben einen Kaffee getrunken und einen leckeren Apfelstrudel gegessen. Es war sehr lecker. Und haben jetzt am Supercharger das Model 3 auf 92% geladen. Ich musste wirklich das Ladelimit ein bisschen höher schieben, damit wir nicht in die Strafzahlung geraten. Ja. Anzeigen bei 92% tut mir das Model 3 jetzt eine Distanz, also Restreichweite von 456 Kilometern. Jetzt müssen wir mal hier gleich mal den Warnblinker anmachen, ein kleiner Mini-Stau hier vor der Baustelle. Wenn man weiß, wo der Warnblinker ist, übrigens, so viel auch zum Thema unsinnige Tests, die da überall im Fernsehen und so gelaufen sind. Also man weiß, dass der Warnblinker hier oben ist, dann ist es nicht wirklich so ungewohnt. Aber vielleicht kurz mal ein Wort zum Thema so Bedienbarkeit mit diesem super minimalistischen Bedienkonzept. Also natürlich weiß ich jetzt noch nicht super auswendig ganz genau, wo im Display jetzt oder im Menü bestimmte Unterpunkte sind. Vorhin musste ich zum Beispiel das Umschalten zwischen der Kilometeranzeige und der Prozentanzeige auch kurz suchen. Aber eben, ich habe das Auto jetzt gerade mal seit ein paar wenigen Tagen und hatte tatsächlich diese Verlegenheit noch nicht, das suchen zu müssen. Aber ich muss sagen, es ist sehr intuitiv zu bedienen. Es sind gar nicht so wahnsinnig viele Menü- und Unterpunkte und überhaupt. Also da hat der Golf, wenn ich mich da in den Menüs durchgesucht habe, fand ich ihn unlogischer. Die wichtigen Sachen sind wirklich sehr schnell und sehr flott zu bedienen. Hier Sitzheizung anzuschalten, die Klimatisierungstemperatur umzuschalten. Das geht wirklich sehr gut und sehr schnell. Klar, das war jetzt zum Beispiel im E-Golf mit einem Drehregler noch ein bisschen geschickter gelöst oder einfach schnellerer Zugriff. Aber ich finde das jetzt hier nicht sehr nachteilhaft, dass das alles übers Display geht. Über das Thema Handschuhfach öffnen müssen wir uns wahrscheinlich nicht unterhalten. Das ist tatsächlich Schwachsinn, das hier über ein Menü zu machen. Aber ja, mein Gott, also das geht. Ja, Thema Fahrleistung. Die ist natürlich, es ist unglaublich, also wie dieses Auto beschleunigt und sich bewegt und auch die Straßenlage ist wirklich super. Also die Fahrleistung dieses Autos, ich habe noch nie sowas gefahren vorher. Also das ist wirklich eine absolute Klasse für sich. Ich weiß nicht, ob das jetzt jemand, der vorher schon mal BMW oder Audi, einen großen Audi gefahren ist oder so, ob der das genauso sieht, das kann ich nicht beurteilen, aber also die Fahrleistungen dieses Autos sind schon wirklich richtig super, das muss ich sagen.
Und das macht total Spaß, dieses Auto auch auf der Autobahn zu bewegen. Also das, ja, auch höhere Geschwindigkeiten sind mit dem Auto überhaupt gar kein Problem. Also 140 auf der Autobahn, was ich jetzt dann gleich schon habe, das problemlos zu handeln. Lautstärke im Auto geht. Also es ist lauter als im Golf. Dazu werde ich ein extra Video machen mit Jörg. Das ist schon geplant, wenn Jörg aus dem Urlaub zurück ist. Als ich das Auto abgeholt habe, gleich mal auch an Jörg, falls du das siehst, da hatten wir hier vorne am Fahrerplatz so eine Windverwirbelung immer gehabt. Und das hat man auch sehr deutlich gehört. Die habe ich jetzt bei Tempo 137 auf der Autobahn tatsächlich im Moment nicht. Also wahrscheinlich hat sich da noch irgendwie ein Dichtungsgummi irgendwie ein bisschen geschmeidiger angefügt oder jetzt ein bisschen feucht geworden oder so bei dem Wetter. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Aber im Moment habe ich hier überhaupt keine Luftverwirbelung oder sowas, die stört. Zum Thema Fahrleistung gehört auch das Thema Handling und Lenken. Ich habe mich jetzt hier schon sehr gut gewöhnt an die Einstellung Normal. Das ist also die leichtgängigste Einstellung des Lenkrads. Komfort. Normal, so war das Auto ausgeliefert worden. Fand ich erst total super. Wir sind dann auch relativ schnell auf die Autobahn gefahren. Dann aber so im Stadtverkehr fand ich es dann doch ein bisschen schwergängig. Und ich habe es jetzt auf Komfort stehen. Das ist deutlich leichtgängiger, das Lenkrad. Und ich finde es jetzt aber auch auf der Autobahn absolut nicht unangenehm. Dieses Auto verhält sich tatsächlich, also man hört das ja immer in den Videos und Tests und so, es fährt wie auf Schienen. Das kann ich absolut bestätigen. Ich habe mehrfach das Gefühl gehabt, dass der Lenkassistent des E-Golfs unten drunter werkelt, weil dieses Auto wirklich eine unglaubliche Straßenlage hat und wahnsinnig stabil auf der Straße liegt. Also da kommt nichts ins Schwimmen oder Schwanken, wirklich super. Ihr seht, ich bin schon wieder zurück an meinem Schneideplatz und habe gerade diese ersten Eindrücke für euch zusammengeschnitten. Ein bisschen abruptes Ende vielleicht, aber wir haben dann einfach an dem Punkt nicht mehr weiter gefilmt. Wir waren dann auch schon fast wieder zu Hause. Ich habe das Auto am Samstag vergangene Woche abgeholt. Heute ist Donnerstag. Das heißt, ihr seht, ich kann noch nicht so wahnsinnig viel Substanzielles irgendwie beitragen. Aber ich möchte euch einfach teilhaben lassen an diesen ersten Erfahrungen, die wir zusammen machen. Das war jetzt eine Woche, in der ich wirklich aufgrund der Arbeit kaum mit dem Auto unterwegs war. Wirklich nur morgens zur Arbeit und wieder nach Hause und zu einer Fortbildung noch, aber alles innerhalb der Stadt. Aber jetzt gerade eben, das war das erste Mal, dass wir mit dem Auto überhaupt ein bisschen weiter wegfahren konnten. Also das wird sicherlich in den nächsten Tagen mehr werden. Ich werde meine Erfahrungen sammeln und ich werde euch hoffentlich möglichst objektiv berichten, wie ich das Auto finde, wie ich es erlebe. Ihr merkt, ich bin begeistert von diesem Auto. Tatsächlich ist es so, der ganze Ärger um die schlechte Organisation der Auslieferung, wohlgemerkt nur die Organisation, die Auslieferung selbst war ja bei mir wirklich gut und das Auto in einem sehr guten Zustand, der verfliegt zunehmend, dieser Ärger, weil das Auto einfach wahnsinnig Spaß macht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben oder nach unten. Wenn es euch nicht gefallen hat, abonniert unseren Kanal, dann könnt ihr weiter dabei sein, wie wir jetzt aktuell das Model 3 erfahren, aber auch sonst, wie wir mit unserer Elektromobilität umgehen und wie wir das erleben und wie wir mit regenerativen Energien und so umgehen. Also bleibt dabei, wenn ihr Lust habt und drückt den Abonnieren-Knopf. Vielen Dank, bis zum nächsten Video.